Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert und heute möchte ich weitermachen, diesen Haufen mit Aststücken zu spalten. Ja. Ihr habt im letzten Video gesehen, wie ich diese Baumscheiben geschnitten habe aus den Stammstücken auf 33 cm Länge. Und da ich diese Stücken mit dem Bagger spalten muss und mit diesem Bagger hier durchfahren möchte, muss ich jetzt erstmal weitermachen, diesen Haufen zu spalten. Ich spalte immer auf meinem Anhänger, so habe ich eine schöne Arbeitshöhe und habe gleichzeitig auch eine Ablage. Das hier ist alles vom letzten Spaltvorgang übrig geblieben als Reststücke, was nicht stapelbar ist. Das werde ich jetzt ein bisschen beräumen, so dass ich wieder neue Arbeitsfläche habe für das, was kommt. Und danach fange ich an zu spalten und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Und lege mal los. Bis dahin. Dieses Holz, was nicht stapelbar ist, das werfe ich in Gitterboxen und das ist auch das Holz, was ich als erstes bei mir verheizen werde. Denn zum Verkauf eignet sich solches Holz schlecht. Man findet zwar Abnehmer dafür, aber man kann es natürlich nicht für den Preis verkaufen wie wirklich schöne Ofenstücke. Von daher werde ich jetzt diese Stücke in die IBC-Gitterboxen packen und dann geht's weiter. Der nächste Haufen, den ihr hier auf dem Anhänger seht, gehört auch zu dem Material, was sich schwer stapeln lässt. Allerdings ist dieses noch zu groß, um es zu verheizen. Also es passt nicht in den Ofen rein. Das heißt, dieser Haufen wird erst nochmal über die Kreissäge gehen. Ja, und danach wird es erst in Gitterboxen gestapelt. Das heißt, ich packe das jetzt erstmal nur zur Seite, sodass es dann nochmal gesägt werden kann. So, wie ihr sehen könnt, der Anhänger ist von Holz und Schnee befreit. Und somit ist Platz für neues Holz. Also würde ich sagen, ich lege mal los und spalte ein bisschen. Ich nehme euch mit. Viel Spaß. So, es ist jetzt gleich 12 Uhr. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gespaltet. Ich denke mal, ja, einen knappen halben Raummeter. Also ein Raummeter pro Stunde, das ist schon okay für diesen kleinen Spalter. Und ja, ich gehe jetzt zum Mittagessen und nach dem Mittagessen geht's weiter. Bis gleich. Da bin ich wieder, frisch gestärkt. Jetzt kann es weitergehen. Viel Spaß.
So, das war erstmal alles im Astmaterial, was ich hier liegen hatte. Ich denke, es ist ein ganz schöner Haufen zusammengekommen. Ich habe jetzt knapp 4 Stunden gespaltet. Ich denke mal, wenn es knapp 4 Raummeter geworden sind, dann ist es schon okay. 1 Raummeter pro Stunde mit diesem kleinen Spalter, das passt schon. Ich habe jetzt hier noch Stücke liegen, die ich schon mit dem Bagger vorgespaltet habe. Da ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, werde ich davon noch ein bisschen was mit anfangen, solange bis die Dunkelheit eintritt. Das war's für heute. Die Dunkelheit setzt langsam ein. Also beende ich für heute. Ich denke, ich habe gut geschafft. Ich habe jetzt insgesamt 4,5 Stunden gespaltet. Ich denke mal, es werden knappe 4 bis 5 Raummeter rausgekommen sein. Sehen tue ich es dann, wenn ich es gestapelt habe. Ja, ich räume jetzt noch ein bisschen auf. Und dann ist für mich auch Feierabend. Guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Heute ist Sonntag, morgens 9:30 in Deutschland. Wir haben -3 Grad und ich habe mir überlegt, das Spalten des letzten Teils von dem Haufen auch noch mit in das Video zu nehmen. Also mache ich weiter, ihr seid dabei, viel Spaß. Thank you.
So, das war's erstmal. Alles, was ich mit dem kleinen Spalter spalten konnte, habe ich gespaltet. Es ist alles weg. Das heißt, es ist Platz für neues Holz. Als nächstes werde ich erstmal dann die großen Baumscheiben wieder mit dem Bagger vorspalten und diese danach wieder mit dem Handspalter Ofen fertig spalten. Also heute habe ich ja die vorgespalteten Baumscheiben gespaltet und es hat tatsächlich wesentlich länger gedauert als die Aststücken zu spalten. Also es ist Wahnsinn, was in der Pappe für Äste und für Verwerfungen drin sind, und da kommst du halt mit so einem kleinen Spalter schnell an die Grenzen. Aber es ist alles gegangen, es ist ein kleines bisschen, was ich nicht geschafft habe. Das geht dann über die Kreissäge, aber ich bin wirklich sehr zufrieden, was ich in insgesamt, ja, heute, fünf, also in insgesamt 10 Stunden geschafft habe. Wie gesagt, mit einem größeren Spalter wird es natürlich viel schneller gehen. Ich zeige euch noch mal kurz, was dabei rausgekommen ist. So, wie ihr sehen könnt, es ist echt eine ganze Menge Holz. Ich habe quasi in 10 Stunden so viel gespaltet, wie ich in 2 bis 3 Wintern verheizen kann mit meinem Kaminofen. Also kann man sagen, pro Heizsaison 5 Stunden Arbeit in das Holz stecken, was das Spalten angeht. Ich denke, das ist echt ein überschaubarer Aufwand. Das muss natürlich dann auch wieder alles gestapelt werden. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei der Arbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis dahin sage ich nur, bleibt gesund und ciao.